Hallo und herzlich willkommen in der Kapelle der Augustaner Hochschule in Neuendettelsau. Ich bin Michael Schmidt und ich inszeniere hier das Stück Judas von Loke Wekemans. Alle drin? Ja, ich war stolz auf diesen Namen. Ich sprach ihn gern laut aus. In dem Stück Judas von der niederländischen Autorin Loke Wekemans kommt die biblische Figur in unsere Gegenwart zurück und versucht uns in einem schönen, langen Monolog zu überzeugen, dass er erstens nicht so die ganz böse Figur ist, zu der wir und die christliche Kirche und eigentlich auch der Rest der Welt so ein bisschen gemacht haben, und zum anderen auch uns zu überzeugen, dass wir ein klein wenig von der großen Schuld, die er auf sich genommen hat, mit uns teilen kann. 30 Silberlinge hätte ich in der Hand. 30 ihrer verseuchten Silberlinge. Spielt es eine Rolle, wann ich wo war? Was ich wann wo getan habe? Ist mein Leben nur eine Sammlung von Fußabdrücken? Wir spielen dieses Stück, diesen Monolog, in der Kapelle. Das ist unser Bühnenbild. Wir benutzen diese Kapelle, ohne sie großartig zu verändern. Nur also 2, 3 kleine Stellschrauben und lassen ansonsten die Atmosphäre dieses Raumes auf diesen Monolog und den Schauspieler wirken. Ich sehe den Schädel einer Kuh und ein Schweineherz. Ich sehe alles Mögliche, aber keinen Stein. Total euphorisch drehe ich mich um und sage, ich sehe keinen Stein. Ich sehe ein Ei und eine Schildkröte und ein Brot und einen Wassersack und den Schädel einer Kuh und ein Schweineherz und... In der Rolle des Judas sehen Sie Bernd Berle. Ich bin gestorben. Der Schlinge an dem Ast. Ich bin gestorben. Ich habe alle Schuld auf mich genommen. Erleben Sie Theater an einem besonderen Ort? Premiere ist am 16. November um 19.30 Uhr.